Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Ich habe nachgeschaut, der Secret Exit ist tatsächlich hier im Geisterhaus. Aber es ist schon das Einzige, was ich nachgeschaut habe. Und ich habe mir mein Video nochmal angeschaut, wo ich selber gezockt habe. Und ich denke, die einzige Stelle, wo der Secret Exit sein kann, ist hier im letzten Bereich mit den vielen Blöcken. Weil davor gab's halt keine Stelle, wo man den Secret Exit hätte verstecken können. Heißt. Ah, ja, das wird jetzt ein bisschen knapp. Heißt, es wird wahrscheinlich wirklich per Wandsprung sein. Da hinten, an dieser einen Stelle. Oder, ja, nee. Ich dachte, da ist vielleicht eine Ranke drin. In dem Block. In dem Block in der Mitte, wo ich gerade gegengesprungen bin. Aber hier, in der, durch die Tür, kommt man ja zum Anfang hin. Und wenn hier wirklich eine Ranke sein sollte. Da war ein Block, oder? Ich wollte zwar da oben drauf springen, wäre fast abgekratzt. Aber da oben war ein Block. Ich glaube, da war ein Block. Heißt, wir hätten tatsächlich schon einen Secret Exit gefunden. Aber das ist schon derbe random, oder? Also da muss man sich echt heftig Gedanken machen, wie man den finden kann. Und ich hätte den Secret Exit, also den Block, den Rankenblock. Da ist er. Alles klar. Ich hätte den Rankenblock tatsächlich ein bisschen weiter nach links gepackt, einfach nur, damit man, wenn man an der Tür steht und der P-Switch deaktiviert ist, dass man den Block vernünftig sieht. Dass man da nicht erst blöd rüberspringen muss. Damit die Tür tatsächlich auch einen Sinn hat. Dass sie so ein Anhaltspunkt quasi dafür ist. Jo, guck mal, hier gibt's vielleicht noch irgendwie was. Aber na gut, wir haben das Ding. Und jetzt heißt es, Starcoin nachholen. Ich habe übrigens, wie ich schon gesagt habe, nicht gespeichert. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe alles nachgespielt, so wie es war. Also Starcoins sind alle so, wie sie vorher waren. Ich war vorher klein. Ich habe vorne das Abhaus nochmal neu gemacht. Also, dass es da wieder steht. Es waren alle Münzen gleich zum Partanfang. Wo ich mir nicht sicher bin, die Punkte. Die Punkte werden wahrscheinlich anders sein, aber es ist ja im Prinzip egal. Die Punkte sind ja eigentlich nur ein kleines Gimmick. Also, denke ich mal, wird nicht wirklich jemanden stören. Aber der Rest, der war komplett gleich. Wie gesagt, sogar die Münzen und das Abhaus war alles da. So. Und gestern kam kein Part. Das habe ich auf Twitter angekündigt. An der Stelle nochmal, schaut gerne auf Twitter vorbei. Da ist so, ja, da werden so ziemlich alle Sachen gepostet, die meinen Kanal angehen. Achso, ich muss mir auch mal Gedanken machen, wo die letzte Starcoin ist. Nicht, dass ich hier einfach nur dumm rumlabere. Ja, da werden so ziemlich alle Sachen gepostet, die hier meinen Kanal angehen. Es ist ein neues Video da, bis es kommt kein Video oder ja, was würdet ihr gern als nächstes Projekt haben? Stimmt.
Da wollte ich auch noch eine Abstimmung machen. Hab's aber nie hinbekommen, weil ich hier im Video das gern ankündigen würde. An der Stelle, schaut bitte auf Twitter vorbei. Da werde ich eine Ankündigung machen, welches Projekt wollt ihr als nächstes haben? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, wo die letzte Starcoin ist. Moment. Ah, schade. Huh? Aber die Ranke nach oben macht keinen Sinn. Ja, tatsächlich. Ich wollte nur das dicke Risiko nicht eingehen, dass ich da abkratzen könnte. Oh nee, ernsthaft. Und man braucht tatsächlich die Ranke. Ach komm, ey. Ja gut. Dann habe ich wenigstens die letzte Starcoin gefunden. Und ich habe ja sowieso in diesem Part mehr Zeit eingeplant. Wir können uns ein bisschen mehr Zeit lassen für alles. Können, ja, einfach ein paar mehr Sachen anschauen. Können einfach ein bisschen chilliger spielen, auch ein bisschen mehr labern und so weiter. Dass ich hier nicht so durchrushen muss. Und will ich den Mini-Pilz haben? Nee, ich glaube, ich lasse ihn erstmal. Weil wir haben ja schon die ganzen Secret Exits aktiviert, die es in den Castles gab. Also lassen wir den Mini-Pilz erstmal liegen. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zu Ende erzählt habe mit Twitter. Schaut da gerne vorbei. Da wird, wie gesagt, alles... Ja, ich glaube, ich habe es gesagt. Da wird halt alles meinen Kanal betreffend kommen. Da ich ja noch nicht wirklich diese Community-Beiträge erstellen kann. Deswegen dachte ich mir, yo, wie kannst du das machen? Und da dachte ich mir einfach so, ja, nehme ich halt Twitter. Ist auch immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für alle, die da Bock drauf haben, sich das mal anzuschauen. Also ihr braucht da nicht irgendwie nach meinen Tags suchen oder sonst was, sondern ich habe das alles richtig schön verlinkt. Und ich glaube auch auf meiner Kanalseite ist das nochmal verlinkt, rechts im Kanalbanner, rechts unten. Jo. Ja, alles klar. Damit haben wir die letzte Starcoin. Aber ich finde das nur ein bisschen... Ich finde das ein bisschen gemein. So mit der Ranke. Hä? Okay. Das ist ein bisschen gemein mit der Ranke, weil, ja, dass man da jetzt das unbedingt so machen musste, dass man die von oben betätigen muss, anstatt von, also dass man da nicht einfach so runter kann, um sich die Starcoin zu holen. Ah, shit. Ich wollte eigentlich noch die Fahnenstange erreichen, aber, ja. Dass man da nicht einfach so runter kann zur Starcoin, um sich die zu holen, ist ein bisschen fies. Machen wir hier alles auf. Speichern. Und, bevor wir das letzte aufmachen. Achso, mir ist auch aufgefallen, ich habe hier
das Ding hier aufgemacht. Warum das nicht gespeichert wurde, keine Ahnung. Also, ich muss das ja dann nochmal neu nachspielen, weil hier das nicht gespeichert wurde. Aber ich habe das Ding ja aufgemacht und habe da gespeichert. Also, warum... Warum war nicht gespeichert? Und warum fehlt mir eine Starcoin? Oh nein. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich im Video die Starcoin gesammelt habe. Ja, shit. Wisst ihr was? Wir haben heute sowieso genug Zeit für den Part, also können wir den Level auch nochmal neu spielen. Ich könnte da zwar jetzt nachschauen, ob ich die Starcoin schon habe. Da fehlt mir auch noch eine Starcoin. Okay, ja. Ja, dann machen wir erst hier Welt 5. Und schauen hier nach. Ich glaube, das war in dem Level, oder? Ja. Hier, die zweite Starcoin fehlt mir noch. Und, ja, ich kann mir eigentlich schon gut denken, wo die ist. Ach so, Moment! Hä, hatte ich die nicht eingesammelt? Oder wollte ich die einsammeln und Tabs andauernd vergessen? Boah, ey. Dass das zurzeit so verkackt ist mit den Starcoins und dem Speicherstand und so weiter. Sorry dafür. Aber ich vergesse anscheinend manchmal es zu speichern oder keine Ahnung. Macht das Spiel dann irgendwie aus und dann ist es nicht gespeichert aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Es ist echt nervig. Aber was will man machen? Im Prinzip ist es auch gut, weil wir dann eben jetzt hier die Möglichkeit haben, den Partner ein bisschen zu füllen. Weil ich ja das so machen wollte, dass ich eine halbe Welt pro Part spiele. Und so wollte ich das auch beim ersten Mal spielen machen. Mit dem Koopa Panzer, aber Mario hat ihn irgendwie weggekickt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich da ganz kurz Sprinten nicht gehalten, also die hier Y. Aber irrelevant. Wir haben das Ding. Und jetzt nur noch ab ins Ziel. Die Starcoin ist auch sehr gemein. Weil wenn man hier drüber ist, oder drunter ist, nochmal neu. Man wird, wenn man Pech hat, wird man nach oben gedrückt von dem Pilz und versucht dann natürlich unten nochmal reinzukommen. Das klappt aber in manchen Fällen nicht. Das klappt dann nicht, weil da eben diese unsichtbaren Blöcke sind und dann, wenn man zu langsam war, kommt man nicht mehr zurück. Man kann natürlich noch einen Wandsprung machen, oben her und dann nochmal zurücklaufen und da in der Mitte lang. Aber, ja. Wenn der Scrolling-Level zu schnell ist, dann könnte man da eventuell Pech haben. Boah, sorry. Aber irgendwie ist meine Stimme gerade ein bisschen heiser, oder? Oder rau, besser gesagt. Und ich hab doch hier die letzte Starcoin geholt. Ich hab die doch sogar nachgeholt. Starcoin. Hier.
Muss nämlich hier einfach nur auf dem Block, auf dem Block stehen. Einfach nur da drauf springen. Und dann hier ein bisschen lustig rumwarten. Und dann kommt man hier zu dieser Röhre. Das ist die zweite Starcoin? Okay, shit. Dann sorry dafür. Die haben wir, also die dritte Starcoin haben wir wahrscheinlich im Originalpart gefunden. Aber ich bin davon ausgegangen, als ich das hier nochmal gezockt habe, dass das die letzte Starcoin war. Ja gut. Aber wo ist dann die letzte Starcoin? Muss man dafür den normalen Weg gehen? Ja, wow. Toll. Also, danke dafür, dass man nicht alle Starcoins in einem Lauf finden kann. Oder kann man doch? Und ich habe die zweite Starcoin mit dem Block einfach geskippt. Egal, wir schauen mal. Wir schauen mal und ja. Ich kann mich später ja immer noch beschweren. So. Die brauchen wir nicht, die Starcoin, die haben wir ja schon. Aber nee, Moment. Wenn man die dritte Starcoin einsammelt. Also nochmal, wenn man die zweite Starcoin einsammelt, dann kriegt man die dritte nicht. Richtig? Aber wenn man die dritte jetzt einsammelt, dann kann man die zweite Starcoin noch gar nicht holen. Ja, das stimmt, die ist hier oben, ne? Komm ey, was soll das denn? Warum kann man denn nicht alle Starcoins in einem Lauf holen? Oder kann man da noch zurück? Hier gibt es doch gar keine Möglichkeit zurückzuspringen, also zurückzulaufen. Super, geil. Sowas finde ich so zum Kotzen, solche Sachen. Wenn man einfach an einer Starcoin vorbeigeschleust wird. Das ist mega der Müll. Ich möchte als Spieler, also meine Meinung, ich möchte alle Starcoins auf einmal sammeln können. Außer, okay. Sorry. Außer, natürlich eine Ausnahme. Außer die Starcoin befindet sich bei einem Secret Exit. Also bei einer Route, die zum Secret Exit führt. Da geht das dann natürlich nicht. Aber da muss man dann ja sowieso zweimal in den Level. Also, sowas bitte nur machen. Also, vor allem an alle Modder. Sowas bitte nur machen, wenn man da noch zum Secret Exit kommt. Ansonsten muss man den Level einfach nochmal neu spielen, obwohl es gar nicht hätte sein müssen. Muss ich hier rechts lang? Ich glaube, ich muss hier rechts lang. Nö, muss ich nicht. Aber ist natürlich einfacher. Ah, gerade runtergekonnt.
Jetzt aber. Okay. Bin hier die ganze Zeit darauf am achten, dass ich nicht zerquetscht werde. Okay, hier unten sind nur Münzen. Ach komm, ey. Ist da jetzt wenigstens ein Pilz drin? Ja, gut. Wir haben erst eine Starcoin. Ja, gut, da kann ich natürlich jetzt nicht hoch. Bin besser positionieren. Ja. So. Ein bisschen schneller sein. Fühlt sich auch sehr nach Starcoin da unten an, aber ja, ich spiel erstmal weiter. Ah, hier kommt doch jetzt ein Starcoin, oder? Da ist mal eine Blume. Das Gefühl, dass ich eine Starcoin verpasst habe. Komm schon, das war doch... Ich war da auch gar nicht dran. Was ist denn das für ein komischer Raum? Na gut. Da oben ist keine Starcoin. Hier ist auch keine... Ach, shit. Da hinten ist aber eine Starcoin. Man wird da nicht zerquetscht, also kann man einfach so weiterlaufen. Wunderbar. Hoffentlich die zweite. Ja, geil. Als ob... Wie einen das verunsichert, wenn so lange keine Starcoin kommt, ey. Holy shit. Dann kommt die dritte jetzt direkt nach wahrscheinlich, ne? Ja, oder? Ja, da wäre man zerquetscht worden. Aber voll. Okay, ich muss da direkt rüberlaufen. Nein, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Bitte, ey. So. Okay. Ja, okay. Und man wird da oben auch nicht zerquetscht. Gut zu wissen. Ich hoffe, ich bekomme nochmal ein Power-Up. Da hinten ist die Starcoin. Da könnte man zerquetscht werden, aber da in dieser einen kleinen Ecke wird man auf jeden Fall nicht zerquetscht. Also hier. Okay. Ich weiß nicht, ob es da ganz oben nochmal einen Power-Up gegeben hätte, aber wir lassen das einfach mal sein. So, zack. Und zweites Leben weg. Ja. Ist ja gut. Er wirft den jetzt viel zu schnell, ey. Holy shit. Er wirft den Kackpanzer jetzt viel zu schnell. Okay, sehr gut. Krieg's nicht mehr hin. Jawoll. Nein! So. Down! Oh Mann, ey. Alles klar.
Wir wollen speichern. Und können dann endlich ab dem nächsten Part wieder normal weiterzocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und vor allem schaut auch gern bei Twitter vorbei, wie gesagt. Alle Updates findet ihr da. Und eben auch die Umfrage, stimmt. Nochmal Hinweis an die Umfrage, schaut da vorbei. Das wird auf jeden Fall entscheiden. Oder mitentscheiden, welches Projekt als nächstes kommt. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.